Leute, heute geht's weiter mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell mit dem VfB Stuttgart. Und ja, gucken wir mal. Gehen wir mal rein, auf jeden Fall in die Richtung. Letztes Spiel haben wir gewonnen, 3-1. Und ja, sind weiter 5 Punkte vor dem Gegner, vor den Gästen, vor Dortmund. Und ja, das soll bis zum Ende der Saison so bleiben. No? So, geht es gleich irgendwann ins Match. Jetzt geht's gleich weiter. Ah, perfekt. Dann sollte die Truppe auch wieder halbwegs fit sein. Und dann geht's los ins Match gegen den VfB Stuttgart. Ja, brauchen wir auch nichts ändern. Passt so. Kalajdzic darf heute mal von Anfang an gegen seinen Ex-Club. Na dann. Auf geht's ins Spiel. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Willkommen in der Mercedes-Benz-Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Wir haben die ein oder andere Schlagzeile zu ihm gesehen, denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Bah, möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts Außergewöhnliches. Genau, so ist es. Vielen Dank, liebe Fans. So, auf geht's ins Match bei VfB. Und der letzte Saison gleicht sich so langsam am Ende zu. Und dann kann es passieren, dass wir eine kleine Pause haben, was FIFA betrifft. Ob wir dann vielleicht sogar nochmal eine neue Saison hier starten oder aber dann nochmal. Dann warten wir, bis das neue 22er raus ist. Mal gucken, wie wir das machen. Macht er gut! Mateta! Mateta! Paulinho! Tolles Zuspiel! Ah, schönes Ding, ja! Ha, schade. Da hast du schon. Da hast du Vorschuss. Ja, Kalajdzic. Der FC Schalke wäre heute wohl der Favorit, wenn man eine ähnlich starke Leistung zeigen kann wie beim Heimsieg
als man es mit dem FC Bayern München zu tun hat. Genau so ist es. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung. Und ich glaube, sie werden Paulinho! Oh, Marco Richter, 1-0, 11. Minute. Mit diesem Volley macht er dann das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ja, auf jeden Fall mal das 1-0. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Paulinho, Richter 0-1. Die Nummer 23, Marco Richter. Sam Lammers. Der Ballverlust. Gut gelöst, ja. Ja, musst du bis zu der abwarten, weil da keiner mitgelaufen war. Ist okay. Ballverlust. Aber Stuttgart kämpft. Die wollen und kämpfen und machen und tun. Und Waldemar Anton. Wird's jetzt gefährlich? Die spielen hier mit oder probieren zumindest. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in den Nein. Von allen Spielern. Große Klasse. Richter. Gefährlich! Was macht er draus? Paulinho, Lützburg. So. Sie spielen den Ball zurück und dann geht's kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. So, Paulinho 24. Saisontor. Letzte Saison traf auch über 30. Mal gucken, wie es heute aussieht. Oder wie es die Saison aussieht. Er läuft wieder so ein bisschen. Sam Lammers. Ist hier immer noch am Ball. Aurel Mangala. Mangala, ja. Er holt sich den Ball. Und dann lässt Kalajdzic mit zwei Körperbewegungen nach vorbei am, am Stürmer, am Verteidiger und dann ist es Kalajdzic. Der macht es. Ja. 29. Minute. 0-3. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So. Und, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Anzeigetafel spricht Bände. Jean-Philippe Mateta. Ja, schön. Sie holen sich den Ballbesitz. Schönes Ding hier. Hoppala. Das ist ganz. Er sagt kein Foul. Okay, für mich war es eins. Ganz klar. Aber. Schiedsrichter halt nicht. Ich habe da nichts zu sagen. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Eden Hazard. Wichtig, er holt den Ball. Ganz wichtig, dass dieser Zweikampf funktioniert hat, sonst ist es gefährlich geworden. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Ball kommt auf Marco Richter. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ball kommt in die Mitte. Der war schon zwar wieder groß, kommt trotzdem nicht ran, Magu. Zieht in die Mitte. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Der Pass, stark gemacht. Pass. Nachgesetzt, draufgegangen und zum vierten zu getroffen.
kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann zieht er auf der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Nummer 7, Eden Hazard. Nachspielzeit, eine Minute. Aurel Mangala. Passt. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4:0. So, also Pause 4:0. Nicht viele neue Partien. Bayern führt noch, Dortmund führt gegen Nürnberg. Aber wir führen 4:0 in Stuttgart und machen unsere Hausaufgabe. So lange kann ich das noch machen. Mit. Aber vielleicht helfen uns die Nürnberger noch mal kurz. Nach der Grätsche bleibt er liegen. Ich weiß nicht, das wäre jetzt natürlich jetzt. Ist er angeschlagen oder was? Ja. Dann nehme ich lieber direkt raus, bevor da irgendwas passiert. Na, sicher ist sicher. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen, Buschi. Hoffentlich ist es nicht so langwierig. Aber ganz ehrlich, Wolf, es ist zu Recht still. Keine Gesänge zu hören. Und das ist die Quittung für ihre Leistung. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für RB. Marco Richter muss verletzungsbedingt raus oder angeschlagen. Raus, Marco Reusner in der Mannschaft. Gespielt sind hier 51 Minuten. Dankeschön für diese. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Jetzt zeigen die Stuttgarter ein bisschen mit dem Treten. Ne? Tarkowski kriegt jetzt gelb. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Los, ist ja, der Zweite. Das geht wohl auch in Ordnung. Oh, das ist Paulinho, der uns ja so ein bisschen härter erwischt hat, aber der kann weiterspielen. So, hoffe ich bitte nicht an meine Spieler zu treten. Reus. Nun Hazard. Guter Einsatz, er hat den Ball. Jose Brekalo. Brekalo. Mhm. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Baku. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Einwurf jetzt. Und das ist der Ballverlust. Geht da voll in diesen Zweikampf. Im Rhein-Energiestadion hat sich was getan. Ein Tor ist gefallen. Ganz gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da geht er dazwischen. Frage, was passiert bald jetzt? Heißt es also wieder Bundesliga-Fußball. Paulinho. Dann geht es. Jetzt ist der Platz da. Noch ist die Chance da. Paulinho! Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss. Ja, war nicht schlecht eigentlich die Idee. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark. Er ist frei, da kann was draus werden. Arnold! Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Super Pass! Gespielt, gute Idee. Das gerade jetzt ein bisschen wie Stuttgarter, kriegt jetzt momentan zu viel durch. Sie waren eigentlich schon gefangen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier ein... Gute Chance. Jetzt haben wir's. Irgendwann wird die Stuttgart doch geschlagen. Ein paar Minuten, also haben wir noch gesehen in der zweiten Halbzeit bisher. Ball ist wieder weg. Und der Vorteil für Schalke.
Jetzt müssen sie aufpassen. Paulinho. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Das war knapp. So, es gibt noch Geld, weil Freistoß. Nee, Freistoß gibt es nicht, aber. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Julien. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Ballverlust. Ja, gibt es Einwurf. Und hier wird es Einwurf geben. Länger nichts passiert. Und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. Einwurf Schalke. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Busch. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knapp spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Super dieses Tor. Der Pater Paulinho. Mach Paulinho den nächsten Treffer. Jawohl. Unten rein im Weg. Nachspielzeit 06. Paulinho. So, dann kann jetzt auch mal ein bisschen durchgewechselt werden. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Schlusspfiff für diese Runde. Überzeugt. Jo, das hat gepasst. Die Chance. Marco Richter. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine gefährlich. So, auf jeden Fall haben wir die Aufgabe gelöst, Stuttgart gelöst und ja, da können wir weitergehen in die nächste. Mit der nächsten Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner sein dürfte. Mal schauen. So, nächster Gegner heißt der Manchester City und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann geht es nämlich zum Viertelfinale der Europa, der Champions League natürlich. Bis dahin und tschüss.